Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video heute ist das Vorstellvideo zu dem Installationsvideo. Scheinbar gibt es da unwahrscheinlich viele Unklarheiten und scheinbar habt ihr da irgendwas im falschen Hals gekriegt. Ist doch tatsächlich in den Kommentaren behauptet worden, ich hätte da schwarz gearbeitet. Man hat mich der Schwarzarbeit bezichtigt, weil ich habe ja meine Firma abgegeben. Also Jungs und Mädels, ich muss euch eins sagen, wenn ihr eine Firma abgibt, diese Firma verkauft in Anführungsstrichen mehr oder weniger, ich nicht mehr Eigentümer dieser Firma bin, das heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht mehr selbstständig bin, dass ich eine zweite Firma oder eine 8. oder eine 26. Firma habe. Das hat ja damit nichts zu tun. Fakt ist, ich habe keinerlei Angestellte mehr. Selbstverständlich bin ich Elektriker. Den Beruf kann man ja nicht nennen, kann man ja nicht nehmen. Und selbstverständlich bin ich im Gewerbeamt eingetragen mit mehrere Gewerbetätigkeiten. YouTube-Werbevideoproduzent, Elektroinstallateur, Handel mit irgendwelchen Sachen, viele, viele Dinge. Alles legal. Das nächste, was ich so möchte, weil ganz viele mir gesagt haben, ja, was ich da mit Kunden mache und was der Geil was, ich bin der Kunde. Das ist mein Haus, das ist mein Zimmer. Ich installiere, ich habe jetzt die Elektrofirma nicht mehr, ich habe ja keine Angestellten mehr, ich habe den Druck nicht mehr. Jetzt habe ich Zeit, mein Haus zu renovieren. Und das Geld auch, das haben wir vorhin dank YouTube. So viel dazu. Da ist um, gehen wir aber zu dem Fachlichen. Da habe ich gestern begonnen, so hat das gestrige Video gestartet. Da habe ich da in der Mitte aufgeschlagen und habe als allererstes einmal die Leitung gesucht. Da ist da, sieht man das jetzt? Warum sieht man das nicht? Da ist da eine Steckdose und da muss da rundum die Leitung gehen, da her und dann weiter dahinter. Die Elektroinstallation ist, weiß ich nicht, 30 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wie es verlegt worden ist. Darum habe ich die Leitung gesucht. Dann habe ich da natürlich ausgestemmt, da raufgestemmt. Das sind die Dosen für elektrische Rollos und Steckdosen oder vielleicht ein zusätzlicher Schalter. Und da oben. Und da oben dann in den Rollokasten reingebohrt. Da das erste, was dann gefragt worden ist, warum ich mit der Stemmmaschine gearbeitet habe, die Dosen mit der Stemmmaschine ausgestemmt habe und das nicht mit dem Dosensenker, mit der Bohrkrone. Wer das Video angeschaut hat, also ich kann mir das nur so erklären, dass diejenigen, die mich das gefragt haben, keine Elektriker haben. Weil jeder Elektriker, der das gesehen hat, weiß ja, dass da Leitungen drin sind, im Altbau sind Leitungen drin und ich weiß ja, wo die Leitungen verlaufen. Wenn ich da mit dem Dosensenker einfach einschneide und die gleiche Höhe will ich ja unbedingt haben, wenn ich da einfach einschneide, ich kenne die Installationen, ich war das nicht, könnte ja sein, dass ich die Leitungen abschneide. Das gleiche darauf, da dann irgendwann, ja, warum ich da nicht mit der Mauernfräse da raufgeschnitten habe, Diamantblätter und so weiter, da draußen ist eine Außenlampe genauso wie da ernt. Ich weiß nicht, wo das installiert worden ist. Ich weiß, dass die Leitung dann rüber in das nächste Zimmer gegangen ist. Ich weiß nicht, wo die oben quer laufen. Selbstverständlich habe ich mir das da gesucht, wie hätte ich da machen können und dann hätte ich noch einen Meter mit der Mauernfräse schneiden können. Ja, aber da war ich einfach zu faul. Ich gehe da mit dem Namen raus, richte mir die Maschine noch her, wenn ich einen Meter schneiden, wenn ich das andere sowieso schon alles aufgestemmt habe. Das war ja idiotisch. Hinterher muss ich die Maschine wieder sauber machen, muss wieder verräumen. Nein, das war mir einfach zu blöd und vor allem war es nicht nötig. Das nächste war bei den Dosen, kann man ja vorne Leitung hinführen. Oder auch hinten. Ich habe natürlich diese bündig sitzen müssen. Das heißt, diese Öffnung ist so circa zwischen 2 und 3 cm von der Mauer nach hinten. Die ist da hinten, wäre wesentlich weiter hinten. Dann da hier vorne, wo das dann war, habe ich die Leitung in der Mitte aufgetrennt. Eine in die Dosen, eine in die Dosen. Ja, warum ist da vorne eingeführt worden? Weil es nach hinten nicht gereicht hätte. Ich würde das mit Wagenklemmen drin verklemmen und das hätte nicht gereicht. Unabhängig davon mache ich das aber nie. Ich führe immer
ausnahmslos immer vorne ein. Ich führe das so ein, dass die Isolierung nicht reinsteht. Ich mache jetzt den Mist fast 35 Jahre. Ich habe auch schon USB-Steckdosen eingebaut. Ich habe auch Dimmer eingebaut, Raumthermostate eingebaut. Was weiß ich sonst noch? Ich hatte noch nie das Problem, dass ich keinen Platz habe. Ganz im Gegenteil, ich bin derjenige, der sagt, alle die hinten einführen, die da hinten einführen, das sind die Pfuscher. Die führen nur deswegen hinten, weil es der Kabelisolierung nicht sauber abschneidet, dann steht in jedem Kabel 5 bis 8 mm oder 3 cm die Isolierung ein. Und wenn sie das vorne machen lernen, bringen sie natürlich einen Schalter nicht mehr rein. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, jeder, der die Leitung in den Hintern einführt, ist ein Pfusch. Viele Dinge kann ich nicht verstehen. Dann zeigt, wie ich Gips, das Wasser rein, Stuckgips einwiesen lassen, warten bis er dann fest ist. Wahnsinn, wie viele Zuschriften, dass das Pfusch ist, man nimmt erstens keinen Gips her. Es gibt irgendeinen Schaum. Ja, okay, mach das mit dem Schaum. So ein Sackel Gips, klang mir, keine Ahnung, für mich, für das komplette Erdschloss, klang mir so ein Sackel Gips. Das Sackel Gips hat kostet 9,23 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich weiß nicht, wie viel du für deinen Bauschaum ausgibst. Aber du darfst das ja machen. Nur zu behaupten, jeder, der keinen Bauschaum verwendet, ist ein Pfuscher. Sowas kann nur ein Pfuscher behaupten. Einer, der sich einfach nicht auskennt. Einfach einer, der es gipsen nicht kann. Der ist einfach einer, der zu blöd ist zum Gipsen. Der braucht einen Bauschaum. Das geht ganz klar. Zum Fixieren der Leitungen im Schlitz drin verwende ich ganz gern richtig lange Nägel. Ist in dem Video verlinkt, verlinke ich jetzt darunter auch noch. Ganz vorher und so, super. Ich finde das gut. Ich mache das nur deswegen, weil man so einen großen Nubbel, da kann ich mit der Hände gehen und kann den auserzählen. Wenn ich so kleine Nägel reinhaue, muss ich mit einer Zange irgendwie übereinander da. Bei den Nägeln kann ich sogar mit dem Hammer da oben aufgegangen, dann brauche ich dann keine Staffelei mehr, wenn ich die Nägel rausziehe. Ist halt einfach unsere Art, das zu machen. Das Ganze machen wir auch schon ewig lang. Während ich da gips, schmeiße ich die Nägel schon raus und gibst da alles zu. Im Neubau, da haben wir ja sowieso nur punktuell gipsen, nur da jetzt im Altbau haben wir es komplett zugipst. Würde ich auch nicht machen, wenn ich da derjenige war, der zuputzen darf. Normal darf man mir im Neubau, im Altbau auch nicht komplett zu, sondern nur punktuell gipsen. Das Thema stellt sich dann irgendwie gar nicht, ob man da schneller war oder nicht schneller war. So ist halt das einfach. Es gibt mittlerweile irgendwelche, keine Ahnung, Nägel mit Nagelscheiben, die man reinhaut. Habe ich noch nie versucht, ich weiß, ich habe es in irgendeinem Großhandelskatalog einmal gesehen, habe ich noch nie versucht. Ich bin mir noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, wenn du jetzt so Nagelscheiben hättest, das war viel besser. Ich sehe da einfach keinen Grund drin, das zu machen. Vor allem ist das jetzt, das muss ich kaufen und das lasse ich auf der Baustelle da und das muss der Kunde wieder zahlen. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, aber es kostet was. Nägel muss ja der Kunde nicht zahlen, die nehme ich ja wieder mit heim. Freilich verliert man da im Laufe der Jahre immer wieder rein, aber ist jetzt nicht so tragisch. Das Gleiche, es gibt irgendwie so Distanzringen oder was, so Spreiz, so Kunststoffspreizdinge, die man einladen muss, die im Altbau, die im Neubau, wenn man mit der Mauernumfräs gleichmäßig schneidet, vielleicht wunderbar klappend, weiß ich nicht. Im Altbau, wenn es unterschiedlich ist, vielleicht nicht so gut klappend, weiß ich nicht. Aber da ist dasselbe System. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich mir gedacht habe, mit meinen Nägeln, das bringe ich nicht hin. Ich brauche jetzt unbedingt irgendwie so kleine Dinger. Ich kann auch, vorher haben mich gefragt, ob ich die Dinger kenne. Ja, ich kenne es aus dem Großhandel, aus irgendwelchen Kataloge und so weiter. Ich habe es noch nie verwendet. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Ich habe es noch nie verwendet. Es ist halt wieder einmal, in meinen Augen, ein Verbrauchsmaterial, das man eigentlich nicht verbrauchen müsste. Das heißt, so ein Kunststoffmist, überall sollte man sparen und sollte man CO2 und keinen Kunststoff und was weiß ich was, und da ballert man den Kunststoff dann wieder rein. Im Sinne der Nachhaltigkeit würde ich das einfach lassen, wenn es nicht muss. Das war jetzt eigentlich der Start. Da kommen 3 Steckdosen hin. Da habe ich die Leitung gesucht, anzapft, mit der 3-adrigen da rauf. 2 Dosen, einmal für Jalousie und einmal für irgendwas. Und eine 5-adrige Leitung da rauf. Sieht man da am besten, da ist auch da rauf und da steht die Leitung raus. Da herunter war
ist ja noch eine Doppelsteckdose. Das habe ich ergänzt mit zwei Stück, dass er vierfach wird. Da war früher die Aufputzlandose, die ist jetzt Unterputz. Da war nur ein Schalter fürs Außenlicht, da ist jetzt ein Rollladenschalter dazugekommen und wieder eine fünfadrige Leitung da rauf. Da hier hinten war gar nichts. Da ist auf der anderen Seite hinten im Wohnzimmer eine Steckdose. Da habe ich rübergebohrt und habe da eine Steckdose gesetzt. Wie man sieht, das da hinten ist für den Putzer schon vorbereitet, da ist schon zugipst. Da bin ich fast so weit. Da geht noch ein bisschen was ab. Zu dem Thema fünfadrige Leitung zum Rollokasten. Warum ich da nicht einen Motor eingebaut habe mit 3 Meter Leitung und habe da eine Leerrohr verlegt und so weiter. Erstens einmal habe ich schon gesagt, oder andere haben gefragt, warum kein Funkmotor. Erstens einmal, diese Motore habe ich schon sehr, sehr lange auf Lager. Die gehören mir. Wirklich, die habe ich schon sehr viele Jahre rumliegen. Die werden da eingebaut. Ich habe da, wo der Gurtwickler, die Gurtrolle oben war, auf dieser Seite, unwahrscheinlich viel Platz drin, um da drin mit einer kleinen Klemmdose eine Klemmstelle zu erstellen. Ich mag das auch so und die fünfadrige Leitung ist deswegen, damit ich eine Ader frei habe, dass man vielleicht in dieser Nische noch eine Beleuchtung, dass man da noch irgendwas basteln kann. Also das ist wohl überlegt, warum ich das so mache. Und jetzt kommt dann das große Thema, also erstens einmal, warum ich jetzt wir Installierung, glaube ich, habe ich erklärt, dass ich kein Schwarzarbeiter bin, glaube ich, habe ich auch erklärt. Und jetzt kommt noch die Erklärung für die Schweizer und österreichischen Freunde, die ja immer die ganze Zeit diskutieren, wegen Leerrohre, Elektroinstallation komplett verloren. Also grundsätzlich ist es so, man muss, ich glaube, ich habe das im Fallvideo schon gesagt, man muss diese Lehrergeschichte nicht machen. Man muss das bei uns in Deutschland nicht machen. Nur für bestimmte Sachen, LAN, Fernsehdaten, aber für die normale Elektroinstallation nicht. Dass das oft mal nicht schlecht war, das ist ja, die Frage stellt sich gar nicht. Weil viele Kunden das einfach nicht bezahlen würden. Aber eins kann ich von Haus aus sagen. Bei diesen Änderungen, da war kein Lehrer nicht drin. Wenn jetzt da ein Leerrohr drin gewesen war, was genau hätte das geändert? Dann hätte ich das Leerrohr suchen müssen, hätte aufmachen müssen, hätte aufstellen müssen, hätte Steckdose reinmachen müssen. Da herum einen elektrischen Rollladen haben wir ja nicht gehabt. Selbst wenn dieses Haus mit Leerrohr installiert worden wäre, war da einfach kein Leerrohr nicht gegangen. Jetzt kann man höchstens beanstanden, dass diese Elektroinstallation, die hier bestehend ist, vor 30 Jahren, rückständig war, dass man da vielleicht schon elektrische Rohre machen hätte sollen. Ja, stimmt, das war super gewesen. Dann hätte ich aber keine Lehrer gebraucht, weil dann hätte ich es nicht ergänzen müssen. Also, es steht außer Frage, dass bei bestimmten Dingen Lehrrohre interessant waren. Ich sage das nochmal, wenn ich heute mit Filigrandickern arbeite und ich habe jetzt da zum Beispiel vor Ort und habe eine Steckdose und in der anderen Seite habe vor Ort und habe eine Steckdose. Auf dieser Seite möchte ich dann auch eine Steckdose. Da ist kein Rohr nicht da, egal was ist mit den Rohren umeinander geschissen habt. Dann muss ich entweder von da bis da oben aufstemmen oder von oben her bis irgendwo, dann muss ich wieder aufstemmen. Also ich weiß nicht, links ist der Rohr überall da hin, wo irgendwo was sein könnte. Weil dann hat es nicht nur Schweizer und Österreicher, sondern hat es Zauberer. Aber so besonders zauberhaft finde ich eigentlich auch gar nicht, muss ich sagen. Ich meine, die Schweizer, ich meine, Wahnsinn, was die für einen Tongiste angeschlagen haben in die Kommentare. Die neutrale Schweiz und wie die Lehrer da zum Putzen auf einmal aufreißen. Ganz dünnes Eis. Ey, dort ist irgendeine Rohr eininstalliert, wie es meint, und lasst es aber uns damit in Ruhe. Ey, ob das rückständig ist oder nicht. Es stimmt nur nicht. Die Standardinstallation, wenn ich dann starten, Ausschalter, einen Serienschalter machen möchte, dann hast du recht. Wenn ich aber 3 Meter über den Schalter eine Steckdose installieren möchte, hast du nicht recht, weil dann muss ich aufstemmen, weil da kein Leerrohr nicht ist.
Also, richtig dummes Gesäufel ist das. Beste Beispiel. Da war nichts. Auf der Erntenseite ist eine Steckdose. Egal, ob die Steckdose auf der Erntenseite mit einem Rohr angefahren worden ist oder nicht, das habe ich so machen müssen. Das ist doch nicht schlimm. Das hätte ich vielleicht, um ehrlich zu sein, hätte ich das vielleicht sogar mit einem Dosenzenker schneiden können. Nur, da drin ist noch 4 oder 5 cm ist der Gips von der Erntendosen schon gekommen. Dann hätte ich vielleicht sogar, wenn ich zwei reingeschnitten hätte, in die Erntendosen eingeschnitten. Das war es mir nicht wert. Da war eine Doppelsteckdose. Jetzt sind 4 Steckdosen. Da ist, egal ob da ein Lehrer da ist oder nicht, das hätten wir aufstemmen müssen. Ich weiß nicht, was man das gebracht hätte, wenn da ein Lehrer drin gewesen war. Das war Aufputz, hat Unterputz sein müssen. Was soll das da? Das Einzige, wo ich in diesem Fall recht gebe, wäre, wenn da ein Lehrer gewesen war, dann hätte aber da oben höchstwahrscheinlich eine Abzweigdose sitzen müssen. Veraltete Elektroinstallation mit über jeder Tür eine Abzweigdose. Die haben wir mir schon vor 30 Jahren abgegeben. Also das ist, es lobt euch immer so stark mit den Lehrrohren. Ich sage euch, eure Installation mit den Abzweigdosen über die Türen ist sowas von rückständig, das ist nicht mehr feierlich. Im nächsten Schritt muss da halt verputzt werden, dann wird gestrichen, die rausgerissen, dann kommt aber zuerst der Boden rein und dann wird eine neue Tür gesetzt. Zum Thema Verputzen, da mache ich auf dem Hauptkanal, auf diesem Kanal, ein Extrix-Video dazu, zu den elektrischen Dingen natürlich auch. Das ist jetzt heute so ein Vlog. Im nächsten Vlog zeige ich mal, was wir mir überhaupt im ganzen Erdschuss renovieren, WC, was wir eigentlich alles vorhaben, um diesem ganzen Bild einen Rahmen zu geben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantworten können. Viele waren sinnvolle Fragen, habe ich hoffentlich gut beantwortet. Viele waren Unfug und Unsinn. Nein, das bleibt halt nicht aus. Dann darf ich sagen, bleibt mal gewogen, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Servus und lasst euch nicht verarschen. Und, was passt? Oh ja, das habe ich komplett vergessen. 2 und 3 haben sie gespannt. 2 und 3 haben sie gespannt, dass ich da unten unter Spannung gearbeitet haben. Unter Spannung? Ja, aber und mit Katermesser. Ja, mit Katermesser war auch wieder so spannend, aber die sind halt einfach die Vollpfosten, die es nicht können. Und ob Gehörschutz war Thema, ja, und so eine Gehörschutz auch wieder. Ich bin jetzt 50 und her immer noch gut und habe nie Gehörschutz umgehört. Glaubst du, dass wir jetzt wegen dem Haus renovieren? Das ist das Letzte, was ich da wenn ich mal anstelle. Dass ich mir da plötzlich jetzt meine Arbeitsstelle ruiniere. Das ist wirklich ein sinnloser Scheiß, das ist einfach ein sinnloser Scheiß. Auf Nacht, ich habe ja da Anzweig gehabt und habe das wieder eingeführt, habe ich ein wenig Schiss gehabt. Auf Nacht kommt dann meine Tochter her und sagt, Papa, im ganzen Wohnzimmer haben wir keinen Strom, weil da ist er so rundum geschleift ist und da ist das Wohnzimmer dran gehängt. Dann habe ich unter Spannung habe ich die Draht wieder zusammengehängt. Um Gottes Willen, das ist auch ernst. Unter Spannung, ja, mein. Dann habe ich im Erdgeschoss, wir haben da herumgeladen, nicht viel, die Installation ist 30 Jahre alt. Wir haben für den Erdgeschoss, für den Keller nicht viel, für das Obergeschoss nicht viel, für das Erdgeschoss nicht viel. Aber wenn ich da jetzt nicht irgendwie außen tue, dann habe ich den ganzen Erdgeschoss, haben wir keinen Strom. Das ist ein Witz, da hätte ich auch da kein Licht und nichts. Das ist ein. Freilich, ja, ich finde es halt einfach nicht gefährlich. Ich finde es halt einfach nicht gefährlich, ich kann es auch nicht.